Der Finanzexperte Florian Koschert und sein Partner Helmut Kogler sind mit ihrer Firma Palace Capital auf die Entwicklung mittelständischer Betriebe spezialisiert. Heute besucht er Heinz Lichtenegger, den Weltmarktführer in der Erzeugung hochwertiger Plattenspieler. Hallo Heinz, servus. Willkommen in unserem Headquarter von Project and Audio Tuning. Ja. Schön, dass ich da sein darf. Ja, großes Kompliment, danke schön. Es ist eine Ehre, dass ich bei einem Weltmarktführer heute sein darf. Ja, danke für das Kompliment. Ja, das stimmt. Allerdings müssen wir das einschränken. Ja. Weltmarktführer für Qualitätsplattenspieler. Mittlerweile gibt es ja sehr viele Nachbauten, die man nicht unbedingt gerade in den Hi-Fi-Stereo-Bereich reingeben kann. Aber wenn man von Hi-Fi-Plattenspielern spricht, dann ist das richtig. Heinz Lichtenegger ist ein überzeugter Anhänger der perfekten Mechanik. Die hohe Qualität seiner ausschließlich in Europa gefertigten Geräte hat ihm weltweiten Erfolg gebracht. Seit der Firmengründung im Jahr 1991 ist sein kometenhafter Aufstieg ungebrochen. Kein Wunder, Musikliebhaber schwören auf den unvergleichlichen Klang seiner Audioanlagen. Also hier in dem Raum glitzert es. Ja, da sind wir ganz besonders stolz. Ja. Wir haben so ziemlich jeden Hi-Fi Award gewonnen in unserer Branche. Ja. Eise Award und verschiedene andere auch. Ja. Ja, hochdekoriert kann man sagen, und da haben wir natürlich ein paar von den Preisen hier ausgestellt. Aber auch den Ökopreis, ja, auch als bestes Unternehmen für das beste ökologische Konzept. Wir haben ein Null-Energie-Haus, ja, da haben wir heuer den Global Energy Award gewonnen. Ja. Auch ein netter, zwar nicht Hi-Fi-Award, aber auch ein Business Award halt. Vor 2 Jahren wurde die Firmenzentrale hier in Mistelbach eröffnet. 10 Millionen Euro hat sich Heinz Lichtenegger das Schmuckstück kosten lassen. Alle Arbeitsplätze haben einen Blick ins Grüne. Im gesamten Haus ist es hell und freundlich. Die Architektur spiegelt eigentlich unsere Produkte wider. Unsere Produkte sind Bauhausstil, ja. Möglichst einfach, möglichst hochwertige Materialien, möglichst schlicht, möglichst langlebig. Ja. Ich habe gesehen, fast alles in Schwarz, also von außen. Es Schwarz-Silber, ist wirklich, Schwarz-Silber, ja. Natürlich die Architektur außen, so wie im Eingangsbereich mit den Rillen, das spiegelt die Platte wider, die schwarzen Rillen. Ja. Aber auf der anderen Seite ist auch hier der Geburtskanal. Ja. Das heißt, dass dieses Aufmachen, dieses Öffnen, hier geht es um Öffnen. Das heißt, also ich glaube, da ist dein Herzblut schon herinnern, auch in der Architektur, nicht nur das vom Architekten, oder? Der Architekt hat mich gut verstanden. Ja. Der Markt für Schallplatten wächst beständig. CDs werden kaum noch verkauft. Grund dafür sind die Musikstreaming-Dienste. Wer einen Tonträger zu Hause haben will, greift lieber zu Vinyl. Der bessere Klang und das große Cover machen die Platte wieder zum begehrten Sammlerstück. Wie sind deine Zukunftsaussichten? Welches Land steht noch für die Expansion an? Na ja, schon Fernost, ganz klar. Nicht? Ja, also das ist noch Entwicklungsarbeit, wobei die sträuben sich schon mit Händen und Füßen. Die Voraussetzungen sind momentan sehr schlecht. Ja. Man versucht, Importbarrikaden zu machen. Also ich kann zum Beispiel nach China nicht offiziell exportieren, nicht? Weil ich habe kein CCC. Nicht? Und das kriege ich nicht, weil ich habe keine 70% Anteil meiner Produkte kommen nicht aus China. Nicht? Und ja, ich kann jetzt meine Fabrik chinesisch zertifizieren lassen, aber das ist Industriespionage, das mache ich nicht. Also bleibt Heinz Lichtenegger nichts anderes übrig, als in China eine Firma zu gründen. Zurück bei Palace Capital bespricht Florian Koschert mit seinem Partner Helmut Kogler die Möglichkeiten. Und Plattenspieler haben interessanterweise jetzt wieder einen totalen Boom. Ja? Was glaubst du, wie die Firma noch schneller expandieren könnte? Kapital ist viel vorhanden aktuell. Also das sehen wir auch nicht in Engpass, auch bei unseren anderen Transaktionen. Die Herausforderung ist es dann, für das jeweilige Projekt den richtigen Partner zu finden, der auch das spezielle Know-how hat. Und ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist auch Eintritt in Asien. Der Markt, also da gibt es sehr viele, die sich hier auch schon die Finger verbrannt haben. Das heißt, ich brauche am besten mich jemanden, der da die richtigen Netzwerke hat, die richtige Expertise, um das gut aufzusetzen und zum Erfolg zu führen.